So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Medjäger und Zuschauer, die gerade nicht da sind, aber vielleicht irgendwann mal kommen oder sich das Video mal anschauen. Es geht weiter mit Mods Hunter World. Und es tut mir schon leid, dass ich beim letzten Mods Hunter World Stream das am Ende so kurz abbrechen musste, weil ich wurde leider gestört und konnte nicht mehr weitermachen. Und ja, deshalb werde ich jetzt dann. Ich konnte. Deswegen werde ich jetzt weitermachen. Ah ja, zweimal bekomme ich das gut. Ich habe aber noch einen Urgan und Teostra getötet. Normales. Also, das ging jetzt ohne Probleme. Gehärtete Monster und Fischwimmern. Das trifft sich ja sehr gut. Weil, Lava Seed. Da kann ich nebenbei auch Juwelen farmen. Darauf habe ich eh irgendwie gerade Bock. Ja, gut. Machen wir das mit Lava Seed. Ich überlege, ob ich das nicht alleine machen soll, damit ich mehr Erwähnung bekomme oder so. Ist ja nicht egal. Aha, okay. Was würde ich jetzt kurz nachschauen? Wie oft ich das machen muss, genau. Drei Events muss ich machen. Zwei, okay. Aber mal schauen. Habe ich noch nachgedacht? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, habe ich nicht, weil ich brauche das auch noch nicht. Jetzt schon. Gut, schnell noch was essen, bevor es losgeht. Haben wir da noch irgendwas Besseres? Dankmeister. Naja. Irgendwie nicht wirklich. Was ist fliehende Schläger? Ach so, Betäubung. Cool. Ich glaube, ich nehme das lieber. Nur zur Sicherheit. Ich finde es interessant, wie das ausgewählte Tag von mir irgendwie weiter bestehen bleibt. Egal was ich spiele, es ist irgendwie da. Genauso wie dass es auf Deutsch ist. Aber gut. Ist ja mehr oder weniger auch Farming, was ich da betreibe. Ach komm, ich habe irgendwie Bock, dass ich mir da Leute dazu hole. Ich weiß nicht, vielleicht kommen da interessante Namen zustande. Ich hatte mal einen Riolo, der irgendwie in meine Quest beitreten wollte und es dann doch nicht gemacht hat, aber wegen sowas habe ich schon irgendwie Lust, dass ich mir da Leute dazu hole.
Und da ist schon der erste Drache. Astrian, okay. Ist jetzt kein besonderer Name, aber gut. Geht aber schnell. Und der nächste. Boah, wir sind schon wieder voll Kimi. Oder ist der Japaner? Oh, da habe ich dich aber getroffen. Okay, der macht schon. Oh, das sind der Fliege in meinem Zimmer. Die richtig hart nerven. Natürlich. Und wir sind wieder vollzählig. Cool. Ja, bald funktioniert mein Mantel nicht mehr. Oh Gott, ich habe ganz vergessen, dass ich mir ein Kaltgetränk zu mir nehme. Das ist jetzt etwas blöd. Umgebungsschaden agiert. Okay, Angriff LOL. L. Wer hat jetzt. Ach, der eine. Der Panda hat ja auch getan. Cool. Ist mir jetzt gerade nicht aufgefallen, aber ich mach mir schon. Ist da noch mehr? Nein, okay. Na, hör doch auf damit. Okay, das sind noch mehr Materialien als. Ach, das sind auch noch drei Materialien, krass. Oh nein, nur zwei. Ich dachte, das eine wäre auch noch von ihm. Aber das ist nur in so einem Teil vom Gebiet. Alter, das sind noch weitere Materialien. Oh, Schockfalle oder was? Oder ist er einfach nur gelähmt? Nope. Och, Kimi. Das war jetzt etwas unlucky. Nee, ich habe immer noch 1400.
So viel Boost gibt er mir ja gar nicht. Und er liegt. Jetzt muss ich aufpassen, mein Leben ist ziemlich am Arsch, ey. Ja, fängt schon sehr gut an. War da jetzt noch irgendwo ein Material oder so? Oder Moment, die sind woanders. Ich darf nicht vergessen, dass ich noch einen Kalkertrink nehme. Hier war er unterwegs, genau. Ja, vorsichtig spielen. Ey, ich wollte gerade auf ihn reiten. Ui. Ach komm, der zweite Angriff hätte schon treffen können. What the fuck, was hat mich da jetzt getroffen? Oh, getötet, lol. Ja, das ging jetzt ziemlich schnell. Okay. Ein Vivanel schon krass. Aber der Kill von mir war ziemlich unlucky. Sind da noch irgendwo Materialien? Ich glaube nicht. Nee, es wird mir auf jeden Fall keine angezeigt. Und jetzt wird es eh schon zu spät sein, dass ich da noch eins finde. Gut. Oh, zwei hat der Rüstung, das ist nice. Und drei, vier Juwelen so einfach bekommen.
Okay, 16, das ist sogar eins weniger, als ich bei den letzten Quests gemacht habe. Bekommen habe. Ziemlich viel Widerstand sehe ich. Giftbeschichtung, okay. Und Verwundbarkeit ist auch nice. Gut. Das Übliche eben. Aber ich bin der Schatzsammler. Die anderen haben wohl nicht viel eingesammelt. Wahrscheinlich war es direkt am Anfang, wo die anderen auch nicht da waren. Wo ich das dann alles eingesammelt habe. Die dann irgendwie nicht dazu kamen. Oder nichts eingesammelt haben. Ich glaube, es wäre doch besser, dass ich das höchstens zu zweit mache. Oder alleine. Weil ich da dann mehr Juwelen bekomme. Da es nicht so schnell stirbt. Ach ja, das habe ich abgeschossen. Ja, wenn ich das jetzt noch zweimal mache, habe ich das mit dem Heimatessen auch abgeschossen. Cool. Ja, ich denke, ich werde das jetzt mal zu zweit versuchen. Ah, jetzt bin ich wieder voll mit Gutscheinen. Das ging ja schnell. Ich glaube, gestern hatte ich nur noch eines. Es soll, glaube ich, auch einen Fokus-Juwel oder sowas geben. Was ich eigentlich noch gar nicht besitze. Ich freue mich, wann ich die bekomme. Und ob es die überhaupt gibt, weil. Eigentlich hätte ich schon so viele Juwelen bekommen und dass da kein Fokus-Juwel dabei war, ist schon etwas komisch. Dass es, glaube ich, seltene Juwelen gibt, die ich schon besitze. I don't know. Okay, ich nehme das jetzt einfach. Bekomme sicherer. Oh, gut. Schieben wir mal was in den Ofen. Ja, es sind eigentlich beides. Ja, gut. Okay, let's try it. Nicht vergessen, Kaltgetränk nehmen, okay. Das habe ich, glaube ich, letztens vergessen, naja. Weswegen es mich schon gewundert hat, warum ich da so viel Leben verloren habe. Ja, ich denke, der Weg bleibt sich gleich. Ob ich jetzt vom südlichen Lager ausgehe oder von diesen hier. Ich denke, ich bin da ziemlich gleich schnell zum Lavasiert unterwegs.
Ach, und da konnte schon Chaten. Chaten oder so. Ja, ich glaube, Chaten spricht man das aus. Natürlich. Was machst du da? Schön, wenn man nichts mehr sieht. Ich pralle einfach nur ab. Gut, dann lasse ich das erstmal bleiben. Hatte keine weiche Stelle irgendwo? Da im Hinterteil vielleicht. Moment mal, ich habe bei dieser Rüstung ja gar kein gesundes Talisman an. Und ich frage mich schon, warum ich so wenig Leben habe. Ja. Weil ich nicht gesundes bis Stufe 3 habe. Die fehlt mir. Ja, lass die Juwelen regnen, das finde ich sehr nice von dir. Ne, da. Nein, das ist ein Schlüsselfackel, das ist ein Juwel. Da auch noch eins. Schön machst du das, mach weiter so. Och, mit den Zeckenliefer spielt er interessant. Jetzt macht er diesen Angriff, okay. Aufpassen. Ha, der hat mich nicht getroffen. Interessant. Ja, sollte jetzt nicht allzu schwer sein, wenn man aufpasst. Also man die Angriffe ausweicht. Hat du noch gerne noch mehr Juwelen oder so? Droppst du nichts mehr? Ach, da liegt noch was. Noch mehr Zeug, nice. Ja, das kann man eigentlich auch unter Farming verstehen, wenn man da die ganzen Juwelen einsammelt. Wobei ich eigentlich hätte nur die befristeten Beutezüge machen wollte und dann, ja. Hätte ich geschaut, was ich sonst noch so mache. Oh nein, der hat mich getroffen. Das ist blöd. Uff, ey, jetzt übertreibt er es aber. Ich hätte vielleicht Feuerschutzmantel mitnehmen sollen. Naja, egal. Sind dann. Ja, das sind noch mehr. Ich glaube, der ist auch fleißig dabei, Juwelen einzusammeln. Nice. Das habe ich jetzt so bei den anderen nicht gesehen. Gut, ist da noch irgendwas? Ich glaube, da sind noch Juwelen. Nur sehe ich die gerade nicht. Oder habe ich jetzt schon alles eingesammelt? Okay, ich. Da vorne, oder? Ja, da ist noch eins. Okay, jetzt komme ich noch. Ich werde es nur noch schnell und dann bin ich wieder da. Oder war da jetzt noch was? Ach, das. Ich dachte, da wäre noch irgendwas aufgeploppt. Was ich aufsammeln konnte. Aber das war wohl nur das eine Bernsteinablagerung. Okay, der hat also irgendwie auf die Katze abgesehen von ihm. Oh lol, gelähmt. Nice.
Ach, der ist schon wieder am Ende. Okay. Ja, das geht dann doch relativ flott. Oh ja, ich hab's gesehen, ey. Zum Glück, stand ich weit genug weg von seinem Angriff. Das war auch schon mal der Fall, wo ich direkt bei ihm stand und mich das dann trotzdem noch getroffen hat. Das ist wahrscheinlich an einer blöden Stelle einfach gelandet ist der Angriff. Aber es sollte dann nicht wirklich weit gehen. Es sind noch mehr Irrwillen von uns, bevor du drauf gehst. Wäre cool. Uff, nein, jetzt macht er das. Oh Gott. Ah, da ist noch was. Sehr schön, mal schauen, wie viele wir jetzt bekommen. Magma, oh, interessant. Ich glaube, sowas habe ich noch nie untersucht. Okay. Ich hatte schon Angst, das würde mich treffen. Weil ich direkt blöd stand. Ich konnte noch rechtzeitig abblocken, schön. Ihr verpisst euch, Gastodon. Ah, du wolltest es so. Wie, der ist jetzt wieder bei mir. Wieso ist er jetzt wieder bei mir? Er ist wohl dann dein Ende, Lavasiert. Hätte gehofft, der würde nochmal zurücklaufen, damit er noch hier Willen droppt, irgendwie. Weil da macht er das ja nicht so oft. Und gerne Juwelen einfach droppen. Oh, er reitet, das sehe ich jetzt. Nein, oh. Danke, dass ihr jetzt noch etwas anders gegangen seid. Ja, das ist eine Schuppe. Ich hätte gerne den Weg gehabt.
Und weitere Gastodon, die rumnerven, ey. Hört das dann nicht auf. Also man merkt schon, dass es etwas langsamer geht mit den Tilten. Die Gastodons sind ziemlich nervig gerade. Ich hätte schon irgendwie treffen können. So. Unkrautjäten. Autsch. Der nabbelt mich dann noch weg mit seinen Feuerkugeln. Nope. Wo ist denn der andere? Ach, der da ist da hinten, oh lol. Und nochmal, ey, jetzt übertreibt er es so richtig. Ja, dann wird Zeit für Healing. Wo ist denn der jetzt? Ach, da vorne, ey. Ganz einfach an dich immer wegzugraben. Okay, das war jetzt nochmal Glück. Das war jetzt nochmal sehr viel Glück. Wäre ich ein paar Millimeter weiter nach hinten gewesen, also. Hätte mich das wahrscheinlich getroffen. Also, ja, wenn ich mich jetzt nicht gerührt hätte. Nicht zu schnell. Weiterer Magma, okay. Ah, es ist schon ein Totenkopf-Symbol. Über das Monster. Willst du noch irgendwie Juwelen droppen? Aber es wird. Tust du uns dann gefallen? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, sehr schön. Guter Fisch. Oh Gott. Ich muss aufpassen, dass mich das nicht trifft. Das tut schon weh. Er will es anfangen. Okay. Ich hätte sehr getötet, damit wir jetzt am Ende noch Zeit hätten, um mögliche Juwelen einzusammeln. Das sind noch zwei. Ah, oh Gott. Wo sind die? Nein, ich finde die nicht mehr. Ach, da vorne ist... Habe ich das jetzt noch bekommen? Wieso muss er ihn jetzt einfangen? Harte Rüstkugeln, was zur Hölle? Oh, ey. Das ist nice. Da mache ich die Quest dann noch öfters, ey. Wenn ich da so viele harte Rüstkugeln bekomme. Das ist eine richtige Goldgrube. Da bekomme ich so viele Juwelen und dann noch harte Rüstkugeln. Das ist ja viel besser als jeder Beutezug zu abzuschließen. Und die Juwelen haben wir jetzt wie viel bekommen? 27, ja gut, sind sie mehr als sonst. Auch in Ordnung. Wiederbelebung. Zweimal. Interne Beschichtung fehlt mir, glaube ich. Konstitution ist auch
Eher selten. Bei mir. In deiner Beschichtung fehlt mir, ich weiß aber gerade nicht, was ich da noch nicht habe. Wasserangriff, okay. Ja. Gesundheitsboost wieder. Nice. Das ist nichts Besonderes. Lol. Sammeln 32 Sachen gesammelt. Davon sind 26 vom Monster mit, vom Monster. Ja. Gut. Ja, kommt hin. 26 vom Monster. Ha. So habe ich ja auch Juwelen bekommen, ja. Durch dich fest. Dann waren es 25 eigentlich. 25 Juwelen von dem Allerbasierten. Und eins war, glaube ich, eine Schuppe. Ja, da war eine Schuppe dabei. Das heißt, ich habe so noch zwei Juwelen bekommen. Obwohl ich, ja. Nicht aufgepasst habe. Müssten aber schon zwei Juwelen gewesen sein, die ich durch die Quest erhalten habe. Und 25 vom Lavasiert. Okay. Ah ja, natürlich haben wir da keine Fischwürmer. Naja, gut. Will ich jetzt noch mal kurz nachschauen, welche Beschichtung mir da fehlt. Oh, und da habe ich drei. Gift, Schlaf, Sprengen. Ah, Lähmungsbeschichtung fehlt mir da. Genau. Aber 20 Giftbeschichtungen, das ist so, ja, krass, okay. Lähmungsbeschichtung fehlt mir da noch. Ja, vielleicht hat der eine Dude ja unbedingt eine Fischwürmer fahren müssen. Für sein Beutetuch, ich weiß ja nicht. Aber so war das halt leicht dumm, wenn man Juwelen fahren möchte. Weil dann hat man am Ende überhaupt nicht Zeit, dass man die restlichen Juwelen einsammelt, die Lavas hier noch getroppt hat. Oder einmal machen wir das noch, dann hätten wir das mit den Event Quests auch abgeschlossen. Und allgemein alle befristeten Leute zu geförderte. Dann können wir schauen, vielleicht werde ich dann noch wegen den Kronen schauen. Da fehlt mir, glaube ich, bei Rate noch einmal bei dem Kleinsten was und bei Anjanat. Achso, Moment, Rate habe ich schon. Okay, dann ist es nur noch Anjanat und Tobigarachi. Auf der ersten Seite. Und auf der zweiten Legiana, Großgyros und Paulumo. Gut, so also langsam habe ich alles. Was ist das? Akrobat Stabilität. Ja, brauche ich nicht. Gut. Nehmen wir das. Mit etwas mehr dem fühle ich mich sicherer. Wobei das jetzt eigentlich auch gut geklappt hat.
die letzten 2 Male, auch wenn ich da einmal ohnmächtig wurde. Habe ich dann doch lieber Tierrüstung an. Da habe ich auch 5 Affinität mehr. 5%. Gut. Und wir noch jemand dazu. Hoffentlich fängt dieser Labasiot nicht an. Ist immer schön zu saufen, ja. Damit wir keinen Hitzeschlag bekommen. Wäre ja richtig cool, wenn sowas in der Realität auch geben würde. So ein Kalkgetränk, wo man einmal trinkt und dann wird einem nicht mehr heiß oder so. Für eine kurze Zeit oder so. Oder umgekehrt. Okay, der springt schon freudig rum. Der muss aber erstmal aufmerksam werden auf mich. Ja, das ist schon etwas mehr, was ich da besitze. Notleuchtsache habe ich doch abgefeuert, oder? Aber vielleicht dauert das etwas. Ah ja, gut. Aki. Interessant. Ich kenne eine Aki aus dem Discord. Der trifft mich nicht, lol. Ja, gut, dann mache ich Schaden. Oh ja, jetzt hat er mich aber getroffen. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Hat er nichts getroppt? Das ist ja auch so eine geile Ausweichmanöver-Angriff. Okay, komm. Dort noch mehr Zeug. Da vorne ist noch was. Oh Gott, ich habe keine Ausnahme. Aki benutzt Gewehrlanze, wenn ich das so richtig sehe. Ja, es sieht nach Gewehrlanze aus. Okay, mehr Material liegt hier nicht mehr rum. Oh, gut. Sehr gefährlich. Und nochmal, ey. Chill doch ein wenig. Hast du zu viel Magma geschluckt? Oh ja, ich brenne wieder. Ich finde das richtig geil. Dass man da immer rollen muss, damit das Feuer weggeht. Man dadurch halt Ausdauer verliert. Die wichtig sein kann. Sind noch. Ja, da sind noch mehr. Nice. Boah, das war jetzt zum Glück nur ein leichter Feuerball. Sonst hätte mich das eiskalt erwischt. Und jetzt haut es ab. Es hat AG gesehen, wahrscheinlich.
Hallo Aki. Ja. Sind da noch mehr Material? Nein, das ist ein Gott. Okay, da ist ein Material. Da war ein Material. Ja, das vor meiner Augen verschwunden ist. Ich habe es kaputt getreten oder so. Nee, mehr ist hier nicht mehr. Gut. Mist. Und bevor du mich noch irgendwie blöd triffst. Was war das jetzt? Wollte irgendwie mich gerade nicht heilen. Ach Gott, tut mir leid. Das stand gerade irgendwie so blöd im Weg rum. Wenn man es genauso betrachtet, sieht Rubber sieht irgendwie wie so eine schlechte Mischung aus Kyogre und Groudon aus. Oh Gott, ich sehe nur noch Lava. Was zur Hölle? Oh, mein Mann, der geht nicht mehr. Schade. Muss ich ohne auskommen. Oh, nice. Schleuderbombe. Bleib mal da. Aus dem Boden raus. Ja, sehr schön. Oh nein, ich wurde in der Ecke abgetränkt. Das zu machen. Das tut weh, Mann. Das kann jemanden ohnmächtig machen. Diesen Angriff, weißt du, das schlavasiert. Mir geht's dir gut. Ja, ich denke, das geht. Was sind denn jetzt nur Magma Spuren oder wie sehe ich das? Ich glaube, ich habe noch nie eine andere Spur von ihm gefunden. Oh, meine Waffe ist stumpf. Das ist überall Magma. Stufe erhöht. Geht das noch weiter?
So, welcher Jägerrang bist du? Aki. 210, okay. Knapp über mir. Um 6 Ränge. So, jetzt dürfte er da wieder mehr Juwelen schlucken. Spucken. Komm da raus, Mann. Danke. Nix hier wählen oder wie? Hey, was soll das? Oh, mein Kalkertrank geht nicht mehr. Oh, eskaliert, nice. Ah, da liegt der Metallraum. Der ist jetzt gerade ziemlich gefährlich. Weil ich mich jetzt nicht unbedingt mit dem Mega Trank haben möchte. Gut gemacht, Amy. Also wenn der Gesundheitsbooster weg ist, kann ich mich durch die Vitalitätsfest behalten. Also weiß ich auch genau, wo es sich befindet. Ach, nö, komm her. Wie kann man nur so daneben treffen? Jetzt mal ohne Witz, es steht direkt vor der Nase und man trifft nicht. Oh, what the fuck? Das hat mich jetzt nicht getroffen. Mache ich da gerade schon ein gehärtetes oder was hier? Ja, schon. Haben die ihn etwas abgeschwächt? Oh. Okay. Geh nicht an mich. Sehr gut. Ich trink mal lieber, bevor ich in den Gesundheitsbus laufe. Und mich das noch tötet. Weil es mich trifft. Geh am besten schlafen, Junge. Und das hat mal wieder nicht getroffen, wie schön. Jetzt haut's ab und kommt gleich wieder. Das ist ein schöner Marathon. Ich wollte das mit da haben, ja. Sehr gut. Da liegt noch irgendwo ein Material rum. Ja, scharf haben wir klar passiert. Wir brauchen dich noch. Ist das Material jetzt weg? Ich finde es nicht mehr. Verdammt. Gut, zu lange gebraucht. Die schaut auch überall nach. Ach, da ist noch was. Okay. Gut. Da ist noch irgendwann mal dran, hä? Was ist denn da jetzt noch ein Material? Hä? Da irgendwo oder wie?
Wege verführen mich irgendwie dahin. Wo sind das Material? Ich sehe das nicht. Au, au, okay. Das wundert nicht wirklich. Ich habe es noch irgendwie ausgehalten. Ich habe keine Ahnung. Ja, wo sind das Material? Egal. Ich finde es nicht mehr. Der müsste jetzt neuer machen. Und ich darf mich nicht treffen lassen. Oh Gott, ey, das sieht jetzt richtig schlimm aus. Gut. Also langsam ist es knapp mit dem Megatränken. Also langsam sollten wir es aber beenden. So viel Zeug, dass er noch rausspuckt, das ist so krass. Oha. Hat er jetzt das Material kaputt gemacht? Hey, wie kannst du nur? Okay. Komm her. Ach, hier war eh von meiner Katze sehr schön. Oh, ich treffe nicht. Was ist das? Und weg. Okay. Sehr schön. Hat jetzt zwar am Ende jetzt etwas gedauert, weil ich noch Juwelen fahren wollte, aber das muss man auch irgendwie ausnutzen. Wenn man es kann. So, danke für die Jagd. So, jetzt schauen wir noch mal, ob wir hier irgendwo noch Juwelen finden. Es sieht irgendwie nicht aus. Es wäre noch was. Nee. Schade. Da ist dann am Ende nichts mehr gedroppt. Aber gut, es waren jetzt eh ziemlich viele Juwelen. Ich schätze mal so 30 auf jeden Fall. Was bekomme ich da immer? Höllenbeutel, achso. Ja gut, wieder 4 Juwelen, so durch die Questbelohnung. Und zwar hat der Risiko, okay. Gute 31. Sag dich doch. 30 ungefähr. Nur dasselbe Zeug. Was man eh schon 1000 Mal hat. Hellentat, okay, das ist was Seltenes. Was man nicht immer bekommt. Leben ist auch etwas selten. Gut. Schleuderschütze dreimal. Mit Monsterschleuder. Das muss heißen, sie hat gar nicht mit dem Schleuder. Aber
Das ist dann schon ziemlich schwach mit drei Schildertreffer. Wie immer bekomme ich die Ego-Höhepunkt sammeln und Schatzsuche. Was ist andere für mich? Ja, mein kurzer Gedanke, das ist ja einmalig. Ich schaue mir das alles nur ganz kurz an und merke mir dann höchstens die Hälfte noch. Ah ja. Gut. Will ich jetzt Lavasiert noch öfters machen? Vielleicht werde ich mir da mal einen Tag Zeit nehmen, um das richtig auszunutzen. Ich werde jetzt auch nicht so lange machen. Wahrscheinlich 2 Stunden oder so. Also bis 23 Uhr circa. Und werde dann auch wieder aufhören, weil ich morgen dann wieder arbeiten muss und dann habe ich Urlaub. Also nächste Woche noch. Von Montag bis Freitag arbeiten noch. Am Donnerstag ist ein Feiertag für mich. Für andere wahrscheinlich auch und dann ist Urlaub angesagt. 2 Wochen. Dann habe ich mehr Zeit. Dann habe ich viel mehr Zeit. Und da mal länger streamen zu können. Und eben das ganze Monster Hunter zu machen. Also die ganzen Events. Kann ich mir da dann richtig Zeit lassen. Moment, habe ich jetzt mit der Ressourcenzentrale geredet? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich bin direkt zu dem Kapitän gegangen und hab die ignoriert. Sehr schön. Jetzt hätte ich da zweimal Fische und einmal fangen und ja. Ey, ich glaube, ich bleib bei großem Monster. Ich hätte schon irgendwie gerne anscheinend eine Quest in Wildwildnis. Interessanter Haufen und das Geld ist auch ziemlich schön. Da habe ich zweimal Kirin. Okay, Kirin habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Moment mal, sortiere mir der 3, okay. So, wenn man noch anschauen hat. Ich habe nur 3 Anscheinert-Untersuchungen. Oha. Vielleicht habe ich noch eine optionale Quest mit der Anscheinert im Wildtunnel ist. Das wäre richtig geil. Die ich noch nicht gemacht habe. Aber ich glaube nicht. Da habe ich so das hier, aber. Eigentlich schon gemacht. Ich denke, die Größe wird sich da nicht viel ändern. Da werde ich also auch nicht haben, nein. Habe ich da eigentlich schon mal
Spezialarena. Ja, habe ich. Was habe ich sonst noch so? Nur große Monster und Kampfhörer, okay. Ja gut, vielleicht haben wir da noch irgendwie Platz baut oder dämonische Wand. Als zweites Monster vielleicht noch anscheinend etwas geil wäre. Können wir das irgendwie so sortieren? Nicht das im Moment. Ort, genau so. Da hätten wir einen Dämonjo. Glaube, bei Dämonjo fehlt mir ja noch das Größte. Beim schwarzen Diablos fehlt mir da, glaube ich, auch noch was. Das ist schwierig, weil ich wieder fast alles registriert habe. Das ist alles Wildtumulnis. Oha, wie viele Untersuchungen habe ich da im Wildtumulnis? Ja gut, das sind jetzt fast 9,5 Seiten von 25. Schon extrem viel. Ich weiß gerade nicht, ob ich da irgendwie eins noch habe. Was ich noch nicht gemacht habe von den Untersuchungen. Nee, aber ich hätte. Ja, mal schauen. Bei Schwarzen Diablos fehlt mir, glaube ich, auch noch was. Ja, das Kleinste fehlt mir da noch. Okay. Schauen wir erstmal, ob wir eine Untersuchung mit dem Mancher und Schwarzen Diablos haben. Oder einfach nur das machen. Ich glaube, das habe ich schon öfters gemacht. Cool, ja, kommt schwarzes Diablos. Ich weiß gerade nicht, was das dritte Monster dann sein soll, aber gut, ich glaube, ich werde da jetzt doch das eine machen da. Da hätte ich die beide. Gut. Viermal, achtmal. Das habe ich noch gar nicht gemacht, denke ich. Nein. Dann würde ich das immer machen. Gut. Jetzt haben wir das Glück und da ist noch irgendwo ein Anschauer unterwegs. Oder ein Dämonenschauer, der für mich auch noch das Größte. Und wenn ich ganz viel Glück habe, bekomme ich da noch die Kronen dazu. Gut. Was essen wir denn jetzt? Nehmen wir das jetzt einfach mal.
Habe ich schon? Ja, ich habe schon. Okay, gut. Ich glaube, das schwarze Diabolus muss ich fahren. Ja, ich habe wieder nicht aufgepasst. Sollte ich eher machen. Ich bin gerade irgendwie. Wonnest. Ich weiß nicht. Konzentration ist weg. Einfach weg. Fange, ja gut. Barot und Rosarat, ja, naja, das weiß ich nicht unbedingt wollte, aber gut. Ja, gegessen habe ich schon. Habe ich, okay, das habe ich jetzt da nicht ausgerüstet. Ja, ich war etwas zu schnell. Sieht das klein aus? Irgendwie sieht das klein aus. Lol. Juckt mich nicht. Ich dachte schon, der würde sich eingraben. Das macht er jetzt. Hui. Ah, wie gefällt dir der Schaden, mein Junge? Oh nein, ist die Hörner abgebrochen. Ey, das nenne ich Timing. Timing on point. RIP, ey. Ah, die Flügel noch getroffen. Sehr schön. Also, wenn das so weitergeht, ist er gleich schon wieder tot. Ui, da kann ich ihn ja sofort einfangen. Und er gibt sich wieder an. Ey, flieg doch nicht so weit weg. Ich bin hier. Toll, geht nicht mehr. Oh ja, das war jetzt wieder on timing. Lol, ich dachte eigentlich, das würde mich noch treffen. Der ist jetzt wütend. Ich glaube, der ist schon fast am Arsch. So wie er herumwütet. Na, gleich treffe ich wieder nach, jetzt ne, krass. Yep. Danke, dass du mich noch schnell nachhetzen ließ, bevor du mich noch triffst. Okay. Natürlich trifft er mich im Horn, mit dem Horn noch. Ah, der scheint müde zu sein. Kann ich verstehen. Ah, komm her.
Ich glaube, der flieht jetzt. Ja, wo ist er denn jetzt? Ach da. Der hat er lange gebraucht, um wieder aus dem Boden zu kommen. Oh, Kestodon weiblich hilft uns jetzt. Wie schön. Das dauert jetzt doch etwas länger als gedacht. Es sah so schön aus am Anfang. Und jetzt zieht es sich doch wieder etwas. Ach, da ist ein Barot. Da kommt es zum Revierkampf. Komm. Reiten wir zum schwarzen Diablos. Mein Freund. Du wirst jetzt geopfert. Aber ja, der läuft gerade in die falsche Richtung. Also wie es aber aussieht, kommt der schwarze Diablos noch zu uns. Der hat seine Beute gewettet. Oh ja! Wie er reingestimmt kommt. Ja, erstmal tausendmal schreien, schwarzen Diablos, genau. Das sieht gerade ziemlich spannend aus, wie die sich gegenseitig angreifen. Fast wie im Pokémon. Die sich gegeneinander prügeln. Oha. Gut gemacht, schwarzes Diablos. Das ist eben was gebrochen. Und nochmal auf Power reiten, weil es so spaßig ist. Oh nein, der verdirbt schon wieder. Das ist kein perfektes Reittier, nein. Das ist kein gutes Reittier. Ich glaube, da würde schwarzes Diablos besser geeignet sein. Wenn er nicht so schnell fällt. Kann ich auch wieder was machen, danke. Gut, dass es keine Gehälter sind. So. Wollen wir Barret. Lassen wir Barret mal. Er will sich von dem Anschlag erholen irgendwie. Und jetzt reite ich auf schwarzes Diablos. War jetzt eigentlich nicht so geplant, aber gut. Ich beschwere mich nicht. Ich reite halt gerne auf Monster. Der fällt zumindest nicht so schnell um wie Barot. Nein, ich wollte eigentlich auf den Schwanz reiten. Genau da. Dann schneiden wir ihm mal den Schwanz ab. Oh, okay. Ja, okay, gut. Der fällt wieder um. Du stehst aber mir jetzt nicht weg. Okay. Und der Schwanz ist ab. Sehr schön. Er müsste jetzt eigentlich schon fast halb tot sein. Ja, der tut mir schon etwas leid. Ich glaube, der ist schon halb tot. Schwanzschutz, aha. Ach, der will zur Parrot. Interessant. Und wenn er doch eher unten ist und nicht bei Parrot, dann
kann ich es immer noch auslösen. Nee, der scheint irgendwie unterbauer zu sein. Okay, sehr gut. Komm. Treffe ich? Etwas zu weit weg. Wo sind die Steine? Da waren irgendwo Steine. Ich würde das doch gerne auslösen. Das Blöde ist nur, dass die Füllungen gerade irgendwie so weit weg sind. Da waren doch irgendwo Steine. Wo sind da Steine, meine Güte? Achso, jetzt dachte ich schon kurz, da wäre irgendein anderes großes Monster. Wie der schwarze Diablo oder so. Da waren doch irgendwo Steine. Wo sind die Steine, meine Güte? Ich bin mir sicher, da waren irgendwo Steine, die man aufsammeln konnte. Ach, da. Okay, gut. Jetzt komm, das müsste doch beim schwarzen Diablo auch klappen. Jetzt schreit mal so richtig. Sonst töte ich euch noch. Komm raus, du Vogel. Sonst muss ich das anders machen. Komm her, zerstör das mal. Hierhin. Oh Leute, jetzt habe ich ihm was gebrochen. Wieso schreien die nicht mehr? Jetzt schreit doch mal. Ich will doch nur das eine auslösen. Okay, ich lass das. Ey, wann das nicht funktioniert? Doch, jetzt. Danke, Mann. Ey, das hat jetzt gedauert, ey. Geht doch, meine Güte. Warum nicht gleich so? Deinen Schwanz bekomme ich auch noch. Wenn man nur die eine Falle ausschießen und dann spielt man sich fast gefühlt eine halbe Stunde damit. Wenn das nicht gleich sofort funktioniert. Warum auch immer. Jetzt dreh dich halt nicht so dumm um. Ich will doch nur den Schwanz, okay? Es ist ja schwieriger als gedacht. Dass ich immer so schnell umdrehen muss. Ah, das ist jetzt gleich am Ende. Also du bleibst jetzt hier, Mann. Oh. Okay, komm, den Schwanz will ich jetzt haben. Du gehst mir jetzt nicht sterben, okay? Bleib doch da, Mann. Nein, der läuft weiter. Gut, gut, gut.
So wie er läuft, kann ich ihm. Nein, der bleibt da, okay. Interessant. Silber dann dein Ende. Trottel. Okay, jetzt aber. Komm. Ja, nice, geht doch, Mann. Warum nicht gleich so? Und tot. RIP. Ein von zwei Kämpfern werden getötet. Gut. Ich hoffe, der schwarze Diablo hält noch etwas aus, weil ich sehe noch kein Totenkopfsymbol über seinen Kopf. Gut, da ist ein Schwanz. Ach, das sehen wir ja schon. Hui. Okay, der war etwas zu weit weg. Gut. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich ihn damit getroffen hätte. Oh, jetzt aber. Gut. Bevor ich ihn nochmal fatal treffe. Sehr schön. Dass ich die Falle jetzt nicht verschwenden musste. Weil das ja in letzter Zeit ziemlich oft passiert. Da die Monster dann wieder irgendwo blöd weglaufen, dass die nicht mehr in die Falle gehen. Ah, hätte jetzt nur 16 Minuten gedauert. Ich dachte schon, ich hätte dafür etwas länger gebraucht. Nichts Neues, schade. Okay. Halb elf gleich. Halb elf, ja, doch. Ich dachte gerade, ich hätte die Zeit jetzt falsch gesagt. Hätte mich bei der Zeit falsch getan, aber doch, stimmt schon. Halb elf ist gleich. Ach so, jetzt darf ich Kampf anfangen. Ja, sehr gut. Dann schieße ich damit eigentlich wieder vier Beutezüge ab. Sehr gut. Ich brauche nur eine bitte Untersuchung. Mit einem Kampf gewinnen. Und dann ein anderes Monster. Das ist gerade dazu gekommen, okay. Ein Gehirn an den Bauern, was wir fahren müssen. Ihr hättet aber gerne irgendwie den Mount schon. Haben wir da nichts im Tunnel mit dem Mount schon?
Sieht gerade nicht danach aus. Nee. Da hätten wir noch mal schwarzes Diablos. Oder war da nicht noch irgendwas? Ah ne, das sind die beiden Diablos mit Chiodorus. Nee. Dann werde ich das so machen. Ich mach das jetzt einfach, damit die Quest weg ist. Und ich dann einfach noch in der Monster dabei jagen werde. Wobei ich denke, dass es da jetzt nichts wirklich was gibt, was mich interessiert. Ja, schauen wir mal. Scharfschütze. Okay. Ich muss eh mit Boom etwas besser werden. Ich denke, ich werde das dann doch ändern. Klingt eigentlich ganz gut. Genau, laufen wir jetzt so rum. Mit einem anderen Bogen. Wo habe ich die Kassette so angelegt mit dem Nicht-Element Boost? Ach, da bei den Armen. Ja, da kann ich eigentlich noch so ein Teil des Zerstörerdings dazu nehmen. Was habe ich eigentlich für ein Talisman an? Schwächevorteil. Ach, das, okay. Gut. Ich denke, damit kann ich arbeiten. Doch, ich muss noch Objekte verwalten. Für die Beschichtungen. Gut. Moment, was habe ich da? Kraft und Gift. Nee, ach so, ich habe da gar keine mit drei Willen. Okay, ja, dann kann ich mir eh keine Beschichtungslevel anlegen. Und nochmal zusätzlich irgendwie Explosionen. Beschichtung mitzunehmen oder so. Habe ich dann eigentlich die Rüstung aufgebessert? Ich glaube schon. Ich müsste das mal nachschauen. 416. Sehe ich das auf Max? Oder habe ich da etwas vergessen? I don't know. Ach so, Moment, ich muss das ja einfangen. Okay. Chiratodos und Basil. Sind ja nochmal, musste ich nicht entweder einen Fisch hören? Nein.
Ja, gut. Das einzige mit einer Feuerschwäche ist Barot. Nee, da werde ich jetzt doch meinen Bogen wieder wechseln. Nein, tut mir leid. Viele Umstände, aber. Ich wusste ja nicht, dass da noch ein Chiratolos und dann noch ein Basil irgendwie herumläuft. Wo habe ich das jetzt? Da. Okay, dann mit Dämmung. Mal schauen, wie das so klappt. Mit der Rio-Rüstung. Ah, ich weiß, wo Basil ist. Und die anderen beiden nicht. Okay, interessant. Warum ist da bei Barot eigentlich so. Warum sind da zwei Striche bei Barot? Bei den anderen musst du nicht. Soll das mein Ziel anzeigen? Was eigentlich mein Ziel ist? Ich habe darüber nie wirklich nachgedacht. Und mir ist das jetzt auch vor kurzem aufgefallen. Ui, ja, wir machen Chiratolos, das geht schneller. Irgendwie mache ich da nicht wirklich gut Schaden. Oh, aber, okay. Jetzt aber. Ach nee, jetzt bin ich dummerweise in den Schlamm reingelaufen. Dreh kommen. Ach nö, warum ist denn da jetzt ein Basil? Kommt das jetzt von Basil oder von Chiratolos, die Fähigkeit aufhetzen? Wer ist da jetzt wütend geworden? Oh ja, ich habe vergessen, dass ich das hätte. Ich kann auch beide, ja, ist auch okay. Wie es gerade passt. Da haut er schon wieder ab, ey. Das geht so schnell. Ja, ich meine, wenn Pacer jetzt dann noch weiter rumnervt, wenn ich dann Baudiere, dann kommt der sicher auch noch dran. Und darf das zeitliche segnen. Lol. Einmal wieder schön durch einen Schildermunition was zu brechen. Beim Monster. Na komm, sparen wir die Beschichtung an. Vielleicht brauche ich die ja noch. Irgendwann. Und wieder was gebrochen, ey. Das ist fast genauso schön wie bei Barot oder Radobahn. Warum treffe ich jetzt nicht? Das schießt irgendwie durch, lol.
Okay, ich hab wieder aus, so schön. Ja, zielen und schießen kann ich auf jeden Fall. Tapper. Man geht natürlich immer besser. Aber es reicht für die Jagd. Nein, du kommst hier nicht weiter. Eigentlich müsste das Vieh jetzt gleich tot sein. Okay, das kommt jetzt definitiv von Chirotodos. Das sieht doch mehr aus als gedacht. Finde ich merkwürdig. Es droppt so schnell die Moni die Schleudermunition. Da dachte ich eigentlich, jetzt würde er gleich sterben. Aber es sieht doch mehr aus. Und das Vieh will nicht zurückkommen. Das müsste jetzt eigentlich aber gleich tot sein. Nehme ich mal sehr stark an, weil es so viele Munitionen verloren hat. Ja, mir fehlen nur noch 600, krass. Ich glaube, das werde ich hier jetzt nicht so leicht bekommen. Viele Hunde gibt es hier eigentlich? Ich kann eigentlich nur den einen da. Ich glaube, irgendwo ist noch ein Honig, aber so viele gibt es hier im Winter, das glaube ich gar nicht. Meine Güte, das hat aber viel Leben noch. Kenne ich gar nicht von Chiratodos. Normalerweise stirbt es ja so schnell. Aber jetzt wird es gleich sterben. Wenn ich treffe. Oh, da ist wieder Basil. Komm, töte es. Töte es. Töte den Fisch. Du sollst den Fisch töten, nicht mich. Das ist jetzt auch irgendwie so strange, dass Chirotodus einfach nicht sterben möchte. Das kennt man gar nicht von dem Vieh, ey. Sonst stirbt es mir immer zu schnell weg. Jetzt will es einfach nicht sterben. Uff. Was gebrochen hat, ey, das will einfach nicht sterben, ey. Das finde ich merkwürdig. Hat das ein richtiges Leben oder was? Ey, so langsam glaube ich das wirklich. Was war das jetzt? Oh, okay, es ist doch tot. Es geht also. Ich dachte schon, weil das nicht sterben möchte, ist das irgendwie so ein Fehler. Aber ich habe anscheinend wirklich zu wenig Schaden gemacht.
15% Affinität, okay. Yep. Oh, und da ist Basil. Aha, der ist auf mich auch gesehen hat. Ja gut, hilf mir bei Barut einfach. Kaktor ist da oder nicht? Nein, ist nicht da. Auch gut. Wir sind jetzt Spacer hingeflogen. Ich dachte, es hätte mich verfolgt. That damage, ey. Wenn es so weitergeht, habe ich es in 2 Jahren geschafft. Sehr viel Scheiße hinterlassen, was. Ich will das nur einsammeln. Aber ich habe schon wieder keinen Platz mehr. Dann 3 Stück. Was tun wir weg? Erste Hilfe brauche ich nicht. Okay. Ich mache halt überhaupt keine kritische Treffer. Das ist schon etwas sad. Habe ich jetzt eigentlich mehr, finde ich jetzt 6%. Oh. Ah, jetzt aber. Jetzt mache ich schon. Schade, dass hier nicht irgendwann da bloß rumläuft. Dann könnte ich ihn so richtig wehtun. Und mobben. Da liegt der jetzt noch mehr Scheiße rum, meine Güte, ey. Der hat wohl Durchgefall gehabt oder so. Gut. Mann, das geht nicht mehr. Auch in Ordnung. Ach ja, ich glaube, da unten gibt es noch einen Honig, wenn ich da runterspringe. Drei Fische. Ich bin, glaube ich, zu weit weg. Ah, jetzt. Getötet. Lass mich es ausnehmen. Ich will doch nur Schreikapseln haben. Weil es der letzte Schrei ist. Oh, der ist ein Kaktus, scheiße. Kreisspurt werden. Scheiße. Keine Ausdauer mehr. Das ist nicht mehr viel. Essen wir mal gemütlich. Wir haben ja Zeit.
Okay. Team müssen wir noch üben. Oh, das finde ich sehr schön ausgewichen. Du machst mich ja ziemlich kaputt gerade. Trottel. Und da habe ich irgendwas gebrochen. Wieder aufwärts anders. Und da kommt Basil angeflogen. Der lässt auch noch sein Senf dazu. Er gibt auch noch sein Senf dazu. Oh nein, ich stecke irgendwie gerade in den beiden Monstern da. I don't know. Ja, genau, beide auf einmal irgendwas gebrochen. Ich bin gut. Aber wollen wir beide mal etwas erschrecken? Das ist so geil. Wie der sich immer zurückschreckt. Und was macht er eigentlich? Barot. Okay, er geht wieder weiter. Oh Gott, jetzt ist er mir etwas zu schnell. Gut, okay. Dann folgen wir der da. Ach so, der läuft zu Base. Der liegt ja noch mehr Scheiße rum, meine Güte. Wenn er dich mal etwas gesünder baut, dann musst du dann nicht so oft scheißen. Das ist so durchfallmäßig. Autsch, Autsch. Wir sind jetzt böse, ich sehe das nicht. Also auf der Karte sehe ich, aber. Da, okay. Okay, der droppt schon was. Was passiert da gerade? Ich weiß es nicht.
Ja, tagge mich. Wow. Ach, Base ist da. Okay. Also, ich möchte ihn irgendwie töten. Der hat's verdient. Der hat sowas von verdient, der Beise. Wenn ich ihn schon ziemlich ausgenommen habe. Gerade. Ich glaube, der hat eh nicht mehr lange zum Leben. Besonders nicht, wenn er da an diesem Ort da verbleibt. Der wird noch vergiftet. Seht ihn mal an, wie oft er da am Boden liegt und sich rumwindet. So arm. Ja, der müsste auch schon gleich am Ende das sein. Willst du wieder vergiftet werden? Oh, der ist müde. Gut. Zumindest die Bomben haben mich nicht getroffen. Das hätte sonst wirklich wehgetan. Das liegt ja schon wieder, ey. Da müsste ja nicht bald mal am Ende sein. Okay. Um mir nicht unnötig wieder ein Megatrank zu verschwenden. Es soll ein Booster, was außen regeneriert, wäre auch irgendwie geil für Bogenschützen, die einfach mal an Ort und Stelle stehen möchten und einfach mal auf das Monster drauf schießen möchten. Ja. Wie verrückt. So wie ich es gerade mache. Ohne Rücksicht auf die Ausdauer. Ah ja, jetzt macht er bald mal einen Abgang. Sehr schön. Willst du irgendwo hin? Ach Gott. Ist das dein Ernst? Ja, so ein Dreck. Na gut, dann muss ich ihn verfolgen, um ihn zu töten. Das ist jetzt schon etwas schade wegen der Zeit, aber wenn man so dumm trifft wie ich, dann passiert das nun mal. Oder wenn das Monster einfach gar nichts juckt mehr. Weil es schon so am Ende ist. Achso, ich hab noch volle Ausdauer. Das wiegt gerade irgendwie so wenig. Ich dachte, ich könnte wieder etwas Ausdauer gebrauchen. Aber okay. Moment. Ach nee, das ist aber jetzt noch so kurz aus. Das würden beide irgendwie immer noch liegen.
Cool. Ich werde das jetzt schnell machen. Gerade habe ich schon alles voll. Mit Kraftbeschichtung, ja. Damit es noch mehr Stärke hat. Vielleicht können wir noch seinen Schwanz abschneiden. Okay, das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Ging nicht wirklich durch. In die Fresse, komm. Meine Güte. Danke, dass du mich mal heißt, irgendwie, oder? Machst du das? Machst du das? Ja, danke, du machst das. Ach du Scheiße. Das ist jetzt richtig blöd. Was? Hör mich davon abzuhalten, mich zu heilen. Junge, Junge. Oh, getötet. Ich dachte jetzt gerade, hätte seinen Schwanz abgeschnitten. Aber nein, er ist gestorben. Ja, gut. War das jetzt eine gute Idee, ihn zu töten? Ich weiß es nicht. Da liegt noch was von ihm. Sah jetzt am Ende nicht wirklich schön aus. Wo ist denn das Material jetzt? Ist das da oben? Kann mir nicht vorstellen. Hä, wo ist denn das Material? Oder was? Ja, das ist komisch. Ach, das ist. Nein, das ist es nicht. Ey, wo ist denn sein Material? Verstehe ich nicht. Ist das der ewige Weg oder was? Nee, das ist das Tarentor. Da ist es, verdammt. Ja. Nullbeeren, okay, nehme ich auch mit.
Obwohl ich eigentlich schon voll bin. Barat hat kein Totenkopf-Symbol mehr. Über sein Schild. Hui. Troll. Läuft direkt in den Fahrer rein. Okay, gut. Habe ich das jetzt? Wie lange hat das jetzt gedauert? 30 Minuten? Kommt hin. 32 Minuten. Fast 33 Minuten. Ja, etwas lange. Muss ich zugeben. Habe ich da... Oh, einen Stromstein bekommen. Honig, Scheiße und Unbären, ey, krass. Was ich von meiner Katze bekomme. So, ich denke, ich werde jetzt dann auch wieder aufhören. Ah, auf jeden Fall ziemlich viel und spannend. Ich weiß nicht, irgendwie war das gerade eine ruhige Jagd. Vielleicht wird das nächste Mal etwas aufregender. Auf jeden Fall war es ein voller Erfolg. Ich habe einige Juwelen bekommen, einige Beutezüge abgeschlossen und viele harte Rüstungen bekommen. Da haben wir wieder Heimat, das sind viermal, bekomme ich wieder zwei harte Rüstungen. Ziemlich krass. Okay, da haben wir wieder Kampfwaffen. Knochenhaufen. Reißt dann, wenn wir fangen. Ach so, okay. Urgaun. Turgama. Ey, eher Turgama. Das würde ja dann auch wieder das mit Hammer Jason abdecken. Habe ich noch eine Untersuchung mit Tologama? Ich glaube, eines da habe ich es. Das habe ich aber, denke ich, schon mal gemacht. Und ich das noch zweimal machen muss.
Komm, das machen wir noch mal schnell zum Abschluss. Danach werde ich aber den Stream wirklich beenden für heute. Und da schalten wieder zwei neue an. Hallo und herzlich willkommen zum Mainstream. Es ist gerade die Spannung. Oh, ja. Spannung pur. Mainstream, ey. Ja, ich rede Unsinn, Zeug. Ich bin behindert. Ich weiß auch nichts. Ich sollte aufhören. Ich werde jetzt noch eine Quest machen und dann werde ich den Stream aber beenden. Vielleicht bin ich dann morgen etwas mehr da im Kopf oder auch gar nicht. Mal schauen. Auf jeden Fall laufe ich mit der Rio-Rüstung, weil das Spaß macht. Viel Zeug, was ich da bekommen habe, habe ich schon in Rathalos Schwanz in den Ofen geschoben. Normalerweise würde ich da etwas mehr bekommen. Wie viel Scheiße habe ich jetzt eigentlich gelagert? Moment, was habe ich jetzt gemacht? L3, ach so, so mache ich das. Ja, ist wichtig. Ich weiß. Gar nicht so viel. Okay. Ich habe aber sehr viele Darmkapseln. Gut. Da ich die eigentlich fast eh nie benutze, gehen die auch nie wirklich aus. Wo haben wir Telegramme nochmal da? Ach, Handel Donnersch wäre ja interessant. Aber da wäre es dann doch etwas Blitzbeerstrafe mitzunehmen. Ich habe irgendwie Bock auf die Waffe. Dass man nicht immer nur dasselbe Großschwert von mir sieht. Wo habe ich die denn? Müsste da irgendwo sein. Ah, da haben wir es. Die gefällt mir eigentlich vom Design her auch etwas besser als Vivian-Zündung auf Paul. Aber gut. Vivian-Zündung auf Paul ist halt nun mal das beste Großschwert momentan. Ich bin ja gespannt, ob im Eisbahn, wahrscheinlich wird im Eisbahn da ein besserer Großschwert geben. Und das Basis sieht irgendwie so winzig aus, ich weiß auch nicht wieso. Warum siehst du so klein aus, Basis? Natürlich, und da ist schon das Azunaratus. Zwar nicht mein Ziel, aber gut. Komm her. Nein, ich wollte eigentlich nicht die Felsen treffen, sondern eine Rathalos, aber gut. Ja, schrei mich halt noch 10.000 Mal an, ey. Wir haben es verstanden. Du bist etwas aufgeregt. Ist jeder Mal, ey. Wenn er neue Leute trifft. Aber ja.
Deswegen musst du halt nicht tausendmal herumschreiben. Und Basil kommt auch noch, komm. Die Party kann beginnen. Alle drei großen Monster hier auf einen Raum. Um den Neger eins auszuschütten. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben? Das sind doch keine 130, oder? Das sieht halt richtig wenig aus. What the fuck? Okay, komm. Komm zu mir. Schreien die Jungs, ey. Was haben die denn genommen? Ah, ja, schön am Schwanz getroffen. So, der Schwanz gehört jetzt mir. Ob es dir gefällt oder nicht. Schön. Auf den dritten Anhieb klappt das doch irgendwie. Wieder viele Belohnungen. Ach so, ich bin wieder vergiftet, oder? Wie bin ich jetzt vergiftet worden? Okay, das Vieh läuft erstmal gegen die Wand. Okay, kann man machen. Wenn man einen so harten Schlag auf den Kopf bekommen hat, kann das schon mal vorkommen, dass man dann so verrückt wird und mal gegen die Wand läuft. Wenn man nicht mehr weiß, was hinten und vorne ist. Ui. Und okay. Also noch Arthurus, sieht wirklich das Zeitliche. Sehr schön. You're going to die. Arthurus. Komm. Ach komm. Ich hätte da schon ihn gerne noch am Kopf getroffen. Aber du wirst jetzt nicht wegfliegen. Komm, Gashalaka. Stör mich nicht dabei. Ja, das war sicher ein schmerzhaftes Ende. So viel im Kopf zu bekommen. Kalaka. Die reden mit mir, okay. Wo ist denn der Schwanz jetzt eigentlich? Den Schwanz habe ich da doch irgendwo abgeschnitten. Ach, da ist es. Kann Envy nicht mit den Gajalakas reden? Okay, versucht es. Oder kommt Turgama. Natürlich trifft es mich. Oh, wir haben einen Kaschalak auf dem Gewissen.
Ja, kein Wunder, dass die damit nicht gehen. What the fuck? Okay. Wird dir das schon zu viel? Uiuiui. Und da kommt Base, ey, komm. Die Scheiße sollte mich aber jetzt nicht treffen. Ich weiß nicht, ob ich bei Base jetzt schon alles auf Gun habe, aber ich denke schon, es sieht aber für mich ziemlich klein aus gerade. Das wird auf jeden Fall auch noch gehuntet, aber ich werde das wahrscheinlich einfach. Nice. Oder er stimmt mir zwar vorab, aber ich denke nicht. Nice. Die Flügel bekam auch noch alles ab. So schön ist auch der Schwanz von Basil weg. Oh, nice. Der Damage. Er war richtig wenig Leben, ey. So, jetzt habe ich gleich mehr. 180, oha. Ja, das finde ich nicht nice. Ich bin da am Bahnhof ausnehmen und du störst mich dabei. War da noch eine Bombe? Aha. Jetzt sind die weg, ne. Egal. Achso, da habe ich noch den Gesundheitsbooster. Habe ich völlig vergessen. Achso, in einer kurzen Zeit. Ja. So, wie geht's hier, schwanzloses Basil? Naja, da habe ich meine letzte Blitzkapsel verschwendet. Oh, nice. Ich habe ihn noch getroffen, ey. Das, lol, ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, im Kopf tut es am meisten weh. Ah, bei den Flügeln gar nicht. So richtig. Oh lol, ich habe ihn tatsächlich noch getroffen. Was zur Hölle? Okay, komm. Jetzt passiert das schon wieder.
Wo fliegt er denn hin? Meine Güte. Please. Ziemlich explosiv, der kleine Base. Ah, jetzt habe ich ihn aber hart am Kopf getroffen. Hat er verdient. Hat er sowas von verdient. Du machst es mir richtig schwierig, meine Güte. Nicht mal so richtig hart zu treffen. Darf ich wieder nachwetzen? Ich hol mir noch schnell Honig. Oder der ist da. Der ist jetzt da. Ja, dann lasse ich das mit dem Honig. Junge, Junge, meine Güte, jetzt bleib doch mal kurz zurück. Schlag ich auf den schon abgeschnittenen Schwanz an. Also Hut ab, wenn du das jetzt noch überlebst, mein Freund. Dann wirst du auf jeden Fall gefahren. Sofern es klappt. Was ich vorhabe. Also es bewegt sich jetzt, dass du zum Nest. Ich dachte, der würde direkt zu seinem Nest landen. Und da einschaffen. Aber er geht erstmal Richtung Nest. Na, Aufwärter habe ich jetzt nicht mehr. Egal. So, mal schauen. Okay. Gehen daneben. Glückwunsch, Basil. Du hast es überlebt. Und wirst jetzt mein Haustier. Du schwanzloser Monster. Okay, da ist es nur noch Todogama gewesen, das wir töten müssen.
Sind aber auch schnell mal ins Gras beißen. Sehe ich das richtig, es schläft? Okay. Oh ja, doppelter Angriff. Hat beides getroffen, sehr schön. Oh, ich musste es ja doch fangen, oder nicht? Ach, ich Idiot, egal. Dann werde ich beide Bötzüge abschießen zur gleichen Zeit. Also das mit Fangen und, ja. Das war jetzt mein Fehler. Tut mir leid, meine lieben Leute. Es kann mal vorkommen. So was passiert. Das sollte aber nicht zu oft passieren. Mit einem Schlag getötet, krass. Die haben nicht viel Leben. Ich muss jetzt echt was essen, ey. Tja, hier beendet jetzt den Stream. Morgen sollte es dann wie gewohnt normal weitergehen. Ich höre dann wirklich schon, dass ich Dragonquest 11 weitermache. Ich habe, glaube ich, mal gesagt, dass ich Tekken entweder am Samstag oder Sonntag machen werde. Jetzt bin ich nicht dazu gekommen, dass ich Tekken mache. Wird aber demnächst auch wiederkommen. Weil ich habe wieder Lust auf Kingdom Hearts. Also wird es auch gleich mal wiederkommen. Auf jeden Fall aber jeden Tag kurz Monsanto gehört, um die Beutezüge abzuschießen. Und wenn die Woche vorbei ist, also die Woche, die jetzt anbricht, dann habe ich jetzt 2 Wochen Urlaub, wie vorhin schon mal erwähnt. Und da habe ich dann viel mehr Zeit für Monsanto World und all das andere Spiel, was ich noch spielen möchte. Also da kann noch vieles zukommen. Ich werde da dann auch noch was machen. Was Spezielles. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall will ich noch in den 2, 3 Wochen, die mir noch bleibt, im Monster Develop, bevor Eisbahn kommt. Und solange die Events noch andauern, die Kampfgeräte 300 machen. Denke, mit Teostra habe ich eine gute Chance. Es lief letztes Mal halt nur ziemlich unglücklich. Ich bräuchte da aber auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Ich denke mal, mit der Teostra-Rüstung und Feuerschutzmann würde das sogar gut laufen. Weil der Schaden müsste eigentlich nicht das Problem sein. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Teostra-Rüstung augmentiert habe, aber ich glaube nicht. Das ist auch noch so eine Sache, wenn es nicht augmentiert und maximal verbessert ist, dann es, bringt mir das auch wenig, weil ich damit nicht wirklich viel aushalte. Stufe 7, Stufe 4, ja, das geht definitiv besser. Ich glaube, da würde ich zuerst mal noch einiges farmen. Noch einiges farmen, bevor ich das so mache. An Rüstkronen und so, damit ich das halt wirklich bekomme.
Weil sonst habe ich hier keine Rüstung mehr. Und ja, ernten werde ich noch Schnellnetz und Nachtigall. Danach hätte ich jetzt eigentlich wieder alles. Oh ne, der ist weg, okay. Gut, aber ich denke, ich habe eh bei mir mal alles gekauft. Ja, dann kehre ich jetzt zum Titelbildschirm zurück und werde den Stream beenden. So. Es sieht gerade irgendwie eh keiner mehr zu, was ich da sehe. Naja, was soll's. Es ist schon wieder 11:30 Uhr, sehe ich gerade von der Uhrzeit. Okay, dann wird jetzt auf jeden Fall ausgemacht. Ich werde jetzt nicht noch was anderes spielen, ich werde jetzt einfach noch was essen, nebenbei fernsehen und dann schlafen gehen. Ja. Und morgen werde ich dann. Ja, ich muss schon. Ich möchte Dragon Quest F schon weiterspielen, damit ich es nicht wieder vernachlässige und erst dann im Jahr wieder weiterspiele. Also ja, ich werde schauen, dass ich dann morgen wirklich Dragon Quest F spiele. Zuerst Monster Hunter World, aber dann Dragon Quest 11. Und ja, Tekken wird dann in den nächsten Tagen kommen irgendwann. Wahrscheinlich eher wieder Mittwoch. Und Kingdom Hearts wird auch demnächst wieder kommen. So viel dazu, also genau kann ich jetzt nicht sagen, weil es muss. Es hängt von der Zeit und Laune ab, wie es gerade passt, was ich mache. Es kann auch vorkommen, dass ich morgen eher weniger Lust habe und irgendwie spät dazu komme, dass ich mit dem Stream anfange, dann wird es wahrscheinlich nur noch so weitergehen wie heute, aber es sollte schon so geplant sein, dass es morgen auch noch Dragon Quest 11 gibt. Nur so zur Info gegen Ende des Streams. Aber jetzt werde ich den Stream schon beenden. Safe. Also wünsche ich jenen, die sich das noch irgendwie am Abend anschauen, eine schöne Nacht. Für die anderen Leute, die sich das mal unter den Tag anschauen, noch einen angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Stream. Ciao.